Herzlich willkommen im Kampf gegen das Suppenkoma. Ich möchte vielleicht ein bisschen ein Gegen, gerade mit der Startfolie, als ich heute Morgen zeitweise Vortrag gehört habe, habe ich so gedacht, okay, diesen Optimismus, der da ausgestrahlt wurde, habe ich ihm auch schon bei Mittag gesagt, kann ich nicht so ganz teilen. Ich sehe die Situation nicht ganz so positiv, wie er das da dargestellt hat. Und denke, dass ich auch einiges anders sehe, bloß weil ich den Vortrag heute Morgen auch erst gehört habe, habe ich jetzt nicht gedacht, ich formuliere das alles nochmal um und nehme sozusagen, das mache das direkt als Replik. Ich hoffe, ihr merkt selbst, wo da die Differenzen bestehen. Mir geht es um Politikmodelle der Zukunft. Ich will ein bisschen radikaler mich von der Tagespolitik entfernen, als das vielleicht so im Moment, wo die Piraten vier Landesparlamente besetzen und sich gerade hektisch und intensiv auf die Bundestagswahl vorbereiten, will ich mich ein bisschen von der Tagespolitik entfernen und einfach mal mit euch ein paar Sachen besprechen, wie überhaupt grundsätzliche Probleme der parlamentarischen Demokratie in den Griff bekommen werden können. Denn schließlich dürfen wir nicht vergessen, die parlamentarische Demokratie befindet sich eigentlich in einer tiefen Krise. Wir haben die Situation, dass die Parteien eine absolut schwindende Identifikationskraft haben, dass sie also überhaupt keine Bindewirkung mehr haben. Da machen die Piraten übrigens insgesamt, gesamtgesellschaftlich überhaupt keine Ausnahme. Wir haben zwar Interesse an Politik, ja, das sehen wir also daran, wie viel über Politik geredet wird, nicht, wie viel das zum Thema gemacht wird, wie bestimmte Diskussionen aufgegriffen werden um Politiker, um politische Personen, um Machtkämpfe und so weiter. Also wir haben durchaus Interesse am politischen Betrieb. Ja? Aber wir haben auf der anderen Seite dieses Stichwort Politikverdrossenheit. Wir haben die Situation, dass immer mehr Leute sagen, eigentlich ist das da alles nur ein Theater, das ist irgendwie ein Schauspiel, das guckt man sich vielleicht ganz gerne oder auch ganz angewidert an. Aber eigentlich hat das mit uns nichts zu tun. Wir haben eine tiefe Kluft zwischen dem Demos, der ja eigentlich vertreten werden soll durch Volksvertreter, und auf der anderen Seite eben denen, die den Demos vertreten sollen, also den Parlamentariern, den Politikern. Den Staat würde ich da übrigens von Anfang an außen vor lassen, und ich rede also ganz bewusst auch immer rein, wir fangen gerade erst an. Ich rede also auch ganz bewusst, trenne das also ganz bewusst, den Staat, die eigentlichen Behörden, sozusagen die politische Bürokratie von denen, die uns vertreten sollen, die von uns in irgendeiner Form gewählt werden. Und da haben wir eine immer tiefere Kluft, und wenn wir uns das genau anschauen, dann machen die Piraten da überhaupt keine Ausnahme. Die Piraten werden natürlich in der Öffentlichkeit wahrgenommen, aber sie werden zunehmend auch nur als ein Teil dieses Theaters wahrgenommen. Also man hat da sozusagen so einen neuen Schauspieler, der ist irgendwie vielleicht, die einen finden ihn ganz witzig, die anderen finden ihn irgendwie ganz unmöglich, nicht? Die anderen finden ihn vielleicht toll, ja, das ist irgendwie jemand, wo sie Hoffnung reinsetzen. Aber es ist eigentlich auch nicht mehr als so ein Akteur, der da irgendwie auf der politischen Bühne jetzt aufgetaucht ist, und als solcher wurde er wahrgenommen. Und das ist natürlich besorgniserregend, weil wir das grundsätzliche Problem, was wir haben, eben die zunehmende Trennung zwischen dem Demos und denen, die durch den Demos vertreten werden, was ja eigentlich sozusagen der Sinn parlamentarischer Demokratie ist, haben wir halt eine zunehmende Trennung. Ich muss zwei Folien lang ein paar grundsätzliche Sachen sagen. Ich hoffe, dass euch das nicht langweilt, vielleicht sogar, dass es euch interessiert. Ich möchte euch ganz kurz drei Modelle skizzieren des Politischen. Wie man überhaupt fassen kann, was politisch ist oder was sozusagen das Politische ausmachen sollte. Man kann das sowohl normativ, also man kann sagen, so sollte Politik sein. Da hat jeder irgendwie ein Bild im Kopf, nicht? Wenn wir jetzt sagen, die Politik ist irgendwie blöd, die Politik taugt nicht, so wie sie jetzt ist, dann hat ja jeder irgendwie ein Bild im Kopf, wie er sie sich vorstellt, wie sie sein sollte. Und man kann natürlich auch deskriptiv beschreiben, wie Politik ist, was also sozusagen als politisch aufgefasst wird. Wir sagen ja nicht nur, wenn wir gucken, was Politiker machen, das ist eine politische Entscheidung. Politische Entscheidungen gibt es auch irgendwie in Unternehmen, da sagt man, das ist eine politische Entscheidung. Oder wenn irgendwie ein Trainer ausgewechselt wird im Bundesliga-Club, sagt man auch manchmal, war eine politische Entscheidung, nicht? Was meint man eigentlich damit? Es gibt drei Modelle, wie man das Politische sich vorstellen kann. Das eine ist das sogenannte Konsensmodell. Also man sagt, das ist natürlich also jetzt ein normatives Modell. Ja? Man sagt, wie sollte Politik sein? Und da sagen viele,
man sollte in Politik sollte so organisiert sein, dass man einen Konsens findet, dass man auf einen Konsens zu argumentiert. Da gibt es diesen berühmten Begriff von Habermas vom herrschaftsfreien Diskurs. Nicht? Das ist aber nicht von Habermas, ist dieses konsensorientierte Modell nicht erfunden, sondern es weist eigentlich schon viel länger zurück. Meine Hauptvertreterin, wer letztes Jahr bei meinem Vortrag dabei war, der weiß, ich habe mit Hannah Arendt geendet. Die ist so eine typische Konsens, hat ein typisches Konsensmodell. Die sagt also, wenn wir gemeinsam irgendwie ein Verfahren entwickeln, mit dem wir jetzt endlich zu einem Konsens über die politischen Fragen kommen, dann findet Politik statt. Ja, das wäre so die Vorstellung von Hannah Arendt. Und alles andere, wenn sich also Politiker streiten, wenn Machtkämpfe stattfinden, wenn der eine siegt und der andere verliert, das ist eigentlich alles keine Politik. Politik würde erst stattfinden, wenn man also so einen herrschaftsfreien Diskurs hat, wie Habermas sagen würde. Und wenn darin in diesem herrschaftsfreien Diskurs, das ist ja Habermas Meinung gewesen, müsste eigentlich es möglich sein, wenn wir nur lange genug Zeit haben zu diskutieren, zu argumentieren, dann würden wir letztendlich dazu kommen müssen, darauf hat Habermas ja sein ganzes Leben verwendet, das zu beweisen, dass wir dann zu einer für alle akzeptablen Lösung kommen würden. Das ist das eine Modell. Wie gesagt, ich will euch hier nicht zu lange mit Politiktheorie aufhalten. Das zweite wäre das rationalistische Modell. Dass man einfach sagt, es muss ja eine richtige Lösung geben. Ja, wir sind ja sehr, sehr wissenschaftsaffin, wir sind sehr technikaffin. Wir glauben, dass wir letztendlich zu einer durch technische Verfahren und durch wissenschaftliche Analyse zumindest für jedes politische Problem zu einer Lösung kommen könnten, die nicht falsch ist. Sagen wir es mal lieber so, die nicht falsch ist. Nicht unbedingt, dass sie richtig ist, dass sie sozusagen die beste Lösung ist, aber man müsste zu jedem politischen Problem eine Lösung finden können, wenn wir nur rationalistisch, also wenn wir sozusagen rational, wissenschaftlich mit den Dingen umgehen, wenn wir Experten befragen, wenn wir letztendlich die Vernunft benutzen, dann müssten wir richtige Lösungen finden können. Und das ist eigentlich sozusagen, wäre also das Idealbild, und die Politiker mit ihrer ganzen Machtpolitik, die verstoßen ständig dagegen, die hören nicht auf die Experten, die hören auf die Lobby und so weiter und so fort, und deshalb funktioniert das nicht, aber eigentlich müssten wir dahin kommen. Und wir haben da natürlich Kosten-Nutzen-Erwägungen zum Beispiel, machen eine Nutzensmaximierung über die gesamte Gesellschaft, ja, was den meisten am meisten nützt. Das wird dann als richtige Lösung deklariert, das wäre dann so ein demokratischer Ansatz, der dahinter stecken könnte. Und auf diese Weise würden wir dann also zu richtigen Lösungen kommen, und letztendlich brauchen wir diesen ganzen Streit gar nicht, sondern wir finden eigentlich auf diese Weise eine richtige Lösung. Übrigens treffen die beiden Modelle sich natürlich an einer Stelle. Es ist ganz spannend, sich das zu überlegen, weil natürlich auch hier im herrschaftsfreien Diskurs geht man davon aus, dass die Leute vernünftig sind, ne? In irgendeinem Sinne. Ja, wäre jetzt eine spannende Frage, was heißt eigentlich Vernunft? Aber wir gehen davon aus, die Leute sind vernünftig. Sie geben sozusagen dem vernünftigen Argument auch nach, weil sie es irgendwann einsehen müssen, dass es vernünftig ist. Und deshalb könnte man sagen, die beiden treffen sich irgendwo. Aber der Grundansatz ist ein unterschiedlicher. Hierfür brauche ich sozusagen eigentlich keine Vernunft. Und hierfür brauche ich eigentlich keinen Konsens, weil ich sagen kann, wenn ich die richtige Lösung gefunden habe, dann ist die einfach richtig, egal ob ich einen Konsens habe oder nicht darüber. Die Menschen können ja dumm sein, nicht? Und wenn sie dumm sind, dann werden sie eben nicht begreifen, dass das die richtige Lösung ist, ja? Aber das Problem häufig im Konsensmodell ist übrigens, dass man irgendwo sagt, ja gut, wir müssen nicht die richtige Lösung finden, man muss nicht unbedingt vernünftig sein, aber wer am Schluss nicht versteht, dass dieses im Konsens gefundene auch die richtige Lösung ist, der ist sozusagen auch nicht vernünftig. Ja, aber das will ich jetzt nicht weiter ausführen, man kann diese beiden Modelle so ein bisschen zusammenführen. Ihr merkt vielleicht jetzt schon, da fehlt ein drittes Modell, und wahrscheinlich ist der Vortragende eigentlich ein Verfechter des dritten Modells. Ich sage das dazu, auch wenn das jetzt erstmal, wer sich mit politischer Theorie auskennt, der würde sagen, ach du Schande, was kommt denn jetzt? Jetzt kommt nämlich das dezisionistische Modell. Ja, also Carl Schmitt, ne, ganz böse, ja. Wer heute sich auf Carl Schmitt beruft und ein Buch schreibt darüber, wo er sich auf Carl Schmitt beruft, der muss erstmal 3 Seiten dafür investieren, sich dazu zu entschuldigen und zu argumentieren, warum das überhaupt geht. Das erspare ich mir jetzt. Ich will nur sagen, dieses Modell ist tatsächlich beiden anderen Modellen entgegengesetzt, weil dieses Modell sagt, es gibt weder einen Konsens letztendlich noch eine richtige Lösung. Es gibt einfach einen Wettbewerb zwischen verschiedenen Interessen,
zwischen verschiedenen Meinungen, auch zwischen verschiedenen Situationen, in denen sich Menschen befinden. Und letztendlich ist das politische Verfahren dazu da, dass einer gewinnt und einer verliert. Karl Schmidt hat gesagt, Politik heißt, das kennt vielleicht der eine oder andere, das wird ihm auch oft vorgeworfen, nicht? Der hat einfach zugespitzt gesagt, das Politische heißt, oder das Kennzeichen des Politischen ist die effektive Gruppierung der Menschen in Freund und Feind. Ja? So, okay, dann haben wir gesagt, okay, wir wollen ja keine Feinde sein, nicht? Das habe ich ein paar Jahrzehnte später, Chantal Mouffe, das aufgegriffen hat, aus den Feinden Gegner gemacht. Ne? Das ist auch ganz gut, das muss man kurz erklären. Wir einigen uns zwar schon auf ein bestimmtes Verfahren, also man muss auch den Feind übrigens nicht physisch vernichten, das wird oft gesagt, der Schmidt will am Schluss, dass der umgebracht wird, der Feind, nicht? Aber das muss gar nicht sein. Der Feind wird als Feind vernichtet, am Schluss ist er kein Feind mehr. Ja? Auch wenn zwei Länder gegeneinander in Krieg ziehen, ne? Normaler Krieg, ja, so wenn man also sich das einfach mal vorstellt, normaler Landkrieg irgendwie 1871 oder so, diese Geschichten, da wurde ja das andere Land nicht physisch vernichtet. Es wurde geschlagen, es hat sozusagen eine Niederlage erlitten und war anschließend kein Feind mehr. Man konnte zumindest zeitweise, ne, man weiß, das kann sich wieder ändern im Laufe der Zeit, zumindest zeitweise ist er kein Feind mehr. Und das ist eigentlich auch die Idee, die hier dahinter steht. Wir haben Gegner und wir leugnen nicht, dass die bei aller Diskussion, bei aller Vernunft, bei aller Sachlichkeit, Spielregeln der Diskussion, leugnen wir überhaupt nicht, dass die niemals zum gleichen Ergebnis kommen werden, sondern dass der eine das eine will, der andere das andere. Und das wird akzeptiert und dann ist klar, einer muss gewinnen und einer muss verlieren. Es gibt keinen Konsens. Es gibt nur, und das ist bei Chantal Mouffe dann der Unterschied zu Schmidt, wobei man da lange drüber diskutieren kann, ob da überhaupt ein Unterschied besteht. Es gibt nur die Einigung sozusagen, dass der eine das akzeptieren muss, dass er jetzt verloren hat. Ja? Also wenn wir uns ein Parlament vorstellen und da wird diskutiert und da werden Mehrheiten gesammelt, nicht? Da wird irgendwie gesagt, komm, du musst heute für mich abstimmen, stimme ich morgen für dich ab und so weiter. Und da werden Bündnisse geschmiedet, wie gesagt, effektive Unterscheidung in Freund und Feind. Das heißt nicht, dass die von vornherein Freunde sind oder Feinde sind, dass man es nur erkennen muss, ja? Sondern das heißt, ich finde einen Grund, jemanden zu meinem Freund zu machen und ihm zu erklären, dass der da hinten unser gemeinsamer Gegner ist. Das ist Politik, ne? Nach Karl Schmidt, ja? Drittes Modell hier. Und Karl Schmidt sagt einfach, man kann ja dagegen sein, man kann das ja doof finden, ne? Aber man kann doch nicht bestreiten, dass überall, wo Politik stattfindet, genau das passiert. Ja? Und das haben auch heute einige, Chantal Mouffe ist Marxistin, nicht? Also die ist, der kann man jetzt nicht vorwerfen, dass sie irgendwie besonders konservativ wäre. Ja? Die haben das also aufgegriffen und haben gesagt, klar, das müssen wir erstmal einfach akzeptieren. Und gerade in unserer pluralen Gesellschaft lässt sich da gar nichts dran hindern, gar nichts dran ändern, da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Warum es solche Konsense gar nicht geben kann. Aber ihr könnt euch das vorstellen, wer in Stuttgart in der Nähe vom Hauptbahnhof wohnt und sagt, ich habe noch 20 Jahre zu leben und davon sind 15 Jahre Baustelle, der ist in einer anderen Situation als ich, der da irgendwie vielleicht mal durchfahren will, ne? Und sagen will, ja, ich will da einfach schneller durch Stuttgart durchkommen. Ne? Ich finde das blöd mit diesem Sackbahnhof da. Ja? Und da sind wir einfach in unterschiedlicher Situation. Da können wir noch so viel argumentieren. Nicht? Da können wir den Standpunkt des anderen sehr gut verstehen, ja? Aber wir können niemals zu einem Konsens kommen, was richtig und was falsch ist. Die Grundidee der Parteiendemokratie, anderes Thema. Die Grundidee der Parteiendemokratie ist, das muss man sich einfach mal deutlich machen, ist, dass wir die gesamten politischen Einstellungen, Ziele, Wünsche, die ein Mensch hat oder die wir Menschen haben, auf ganz wenige abzählbar viele, meistens oder werden so fünf genannt, nicht? Grundprinzipien zurückführen können. Man sagt, jemand ist konservativ, jemand ist links, jemand ist grün, jemand ist liberal, nicht? Und so, also jetzt kommen wir schon mit den Piraten, da nimmt man, man kann nicht schreiben, jemand ist piratig, ne? Das ist irgendwie, da würde man jetzt nichts mit anfassen können, ja? Also, würdet ihr vielleicht anders sehen, okay, ne? Aber, also man hätte so ganz wenige Kriterien und alles andere, was an Politikfeldern bearbeitet wird, lässt sich jetzt eindeutig in Form so einer Hierarchie sozusagen, ja, aus diesem einen Grund, aus dieser einen Grundentscheidung ableiten. Also daraus, dass ich meinetwegen konservativ bin, lässt sich ableiten meine Einstellung zum Stuttgarter Bahnhof,
lässt sich meine Einstellung ableiten zur Präimplantationsdiagnostik, meine Einstellung zu Kernkraftwerken, meine Einstellung dazu, ob Münster die fünfte Sparte des Theaters schließen soll und so weiter und so fort. All diese Dinge, viele ganz konkrete Dinge, würden sich alle darauf reduzieren lassen, ich bin ja schließlich konservativ. Ne? Oder ich bin links und deshalb habe ich genau für diese ganzen Dinge eine andere Meinung. Oder ich nehme da Urheberrecht. Oder jedes Politikfeld müsste sich, das ist die Grundidee, ja, der Parteiendemokratie, dass das funktioniert. Zumindest, dass es ziemlich gut funktioniert. Und dabei gibt es dann idealerweise keine Überschneidung. Es kann natürlich so Graubereiche geben, aber idealerweise ist es so, wir wollen ja Trennschärfe haben, denn schließlich muss ich mich ja entscheiden. Wähle ich links, wähle ich grün, wähle ich Piraten, wähle ich FDP, nicht? Also heute Morgen zeitweise da, als er sagte, die Grundwerte, ich weiß, das werdet ihr mir jetzt nicht glauben, aber als er gesagt hat, die Grundwerte, was die Grundwerte die Piraten sind, dachte ich jetzt, na gut, würde vielleicht ein FDP-Politiker genau das Gleiche aufzählen, nicht? Also wäre jetzt die Frage, wo ist da die Trennschärfe? Also ich müsste irgendwie in der Lage sein, so ein paar Sachen aufzuzählen und sagen, das ist liberal und deshalb FDP zum Beispiel. Ja? So. Idealerweise keine Überschneidung. Und dann haben wir so ein Spektrum. Nicht? Wir haben sozusagen so, meistens wird das heute noch so dargestellt, links, rechts. Ja? Und da kann man die alle so schön ansiedeln. Wir könnten auch noch ein zweidimensionales Bild uns aufmalen, wo wir so Flecken haben. Aber mehr kann es eigentlich schon mal nicht mal sein, weil dann kann man es nicht mehr überblicken. Und da müsste ich jetzt also, hatte ich eben schon gesagt, für alle Politikfelder müsste ich daraus letztendlich meine Entscheidungen ableiten können. Und das ist natürlich Quatsch, weil wir, das merken wir ja tagtäglich und das ist auch das Problem, was die Piraten zurzeit haben. Nicht? Sind losmarschiert, haben gesagt, wir haben irgendwie so eine gemeinsame, sagte er heute früh, gemeinsame Grundwerte und jetzt geht es plötzlich um Kernkraftwerke. Ja? Da sagt man, ja, Kernkraftwerke, nicht? Da hat jetzt, ja, kann ich das denn aus diesen Grundwerten ableiten? Nicht? Dann wird gefragt, wie stehen denn jetzt die Piraten zu, was hatten wir heute hier, Bildungspflicht? Ne? So, ja, kann ich das daraus ableiten? Nicht? Da kann ich doch mit ganz anderen Leuten irgendwie in diesem Feld die gleiche Meinung haben. Ja? Das Ganze hätte so eine Struktur eines hierarchischen Netzes, das muss man schon mal sagen. Und diese Grundidee ist natürlich gescheitert. Und das ist eigentlich unser Problem, vor dem wir heute stehen. Deshalb funktioniert die parlamentarische Demokratie nicht mehr. Das muss man einfach mal so sagen, jedenfalls so, wie sie heute ist. Deshalb funktioniert sie nicht mehr. Und wir merken das daran, dass immer weniger Leute zur Wahl gehen und dass immer weniger Leute sagen, ich wähle diese Partei, weil das meine Partei ist. Es gibt keine Identifikation. Selbst wenn ich sage, ich wähle diese Partei, die meisten sagen, na gut, kleineres Übel oder ich will, dass so eine kleine Partei damit drin sitzt oder ich will die anderen mal ärgern, ne, und so, deshalb wähle ich jetzt die. Ja, aber wer sagt schon noch, ich wähle die, weil das meine Partei ist? Geht auch gar nicht nach diesem Prinzip. Geht einfach gar nicht. Man müsste sich, damit das funktioniert, und das ist übrigens auch eine ganz spannende Entwicklung, die man sich mal einfach schon mal bewusst machen muss, damit das funktioniert, müsste es ganz wenige zusammenhängende Politikfelder geben, die so richtig zusammengehören und sagen kann, okay, das ist auch klar, wenn man sich da so entscheidet, ne? Wenn es nur Wirtschaftspolitik gäbe, ja? Könnte man sagen, klar, ich bin für Vergesellschaftung, ich bin für Privateigentum, man muss das Privateigentum stärken, das ist das Beste für alle. So ein paar Sachen könnte man da irgendwie festlegen und dann wäre man mit durch. Aber es gibt ja nicht nur Wirtschaftspolitik und es lässt sich auch nicht alles auf Wirtschaftspolitik reduzieren. Manche behaupten das, ne? Das ist dann so eine Möglichkeit, irgendwie das wieder darauf abzubilden. Das Ökonomische ist die Basis, ne? Gibt so, Marxisten werden so argumentieren, naja, auch nicht mehr alle, aber war mal so eine ursprüngliche Argumentation, ja? Und dann könnte man so argumentieren und sagen, da kann man irgendwie alles draus ableiten. Das wäre sehr marxistisch argumentiert, so im Sinne des orthodoxen Marxismus. Übrigens ist das ganz interessant, dass das Gegenteil ja passiert. Nicht? Also das ist das, was Greven bezeichnet hat als die politische Gesellschaft. Wir befinden uns ja in einer Entwicklung, wo alles, was die öffentliche Wahrnehmung erreicht, wird als politisches Problem aufgefasst. Ja, zum Beispiel stellen wir fest, dass Menschen, wenn sie mit dem Fahrrad fahren und mit dem Fahrrad umfallen und sich den Kopf verletzen, dass das manchmal sehr schmerzhaft, manchmal tödlich sein kann und dass es besser wäre, einen Helm aufzusetzen. Das ist erstmal noch überhaupt kein politisches Problem. Zunächst, was ist daran ein politisches Problem? Man könnte sagen, das ist eine Sache, da könnte die Industrie, die diese Helme verkaufen will zum Beispiel, ja, die könnte da diese Argumentation vorbringen. Nicht? Oder Leute, denen das wichtig ist, Ärzte zum Beispiel, könnten darüber Bücher schreiben. Und das ist völlig in Ordnung und weil wir alle vernünftig sind, sagen wir irgendwann,
Das ist eigentlich einleuchtend, wir sind ja nicht blöd, wir wollen ja nicht unseren Kopf uns so stark verletzen, dass wir nicht mehr vernünftig denken können. Also setzen wir einen Helm auf. Ne? Jetzt wird aber natürlich darüber diskutiert, ständig. Ja? Jetzt haben wir gerade wieder das Thema, sollten vielleicht Kinder, soll es eine Helmpflicht für Kinder geben? Und das muss dann natürlich gesetzlich festgeschrieben werden. Ne? Also wir machen alles zu einem politischen Problem. Ja, alles. Ne? Das Rauchen, natürlich das Rauchen in Gaststätten ist das beste Beispiel. Ja? Wir könnten uns eigentlich, jeder könnte sich selbst entscheiden, ne? Will er in die Gaststätte gehen, wo geraucht wird oder nicht. Jetzt sagt man oft, ja, Moment, das darf ja jeder entscheiden, aber die arme Kellnerin. Ne? Muss man sagen, das ist natürlich eigentlich sozusagen eine Argumentation von hinten herum. Ja? Um es zu einem politischen Problem machen zu können, sage ich, wir müssen die Kellnerin schützen. So wird alles zu einem politischen Problem gemacht. Das ist das, was Greven, wie gesagt, als politische Gesellschaft bezeichnet hat. Alles, was die Öffentlichkeit erreicht, wird als politisch entscheidbar hingestellt und dann auch sozusagen so einer politischen Entscheidung zugeführt. Man könnte sich ja jetzt vorstellen, dass die Politik sich auf das reduziert, was wirklich politisch ist. Ja, dann können wir jetzt alle mal anfangen zu überlegen, was uns da überhaupt einfällt. Ja? Also da könnte man sagen, okay, zum Beispiel die Kommunikation mit anderen Ländern, nicht? Also ob wir irgendwie eine Armee brauchen und so weiter. Ja, wir könnten so einen Begriff wie Gemeinwohl versuchen zu definieren, ne? Und können sagen, alles, was das Gemeinwohl betrifft, ist politisch, ja, es muss politisch entschieden werden. Und zum Beispiel, ob ich einen Helm auf habe und mir einen Kopf verletze, das ist für das Gemeinwohl relativ irrelevant, könnte man dann so relativ schnell aussortieren. Ja gut, weil ich so kluge Vorträge halte, sagt gleich, und dann würde das Gemeinwohl würde darunter leiden, dass das in Zukunft nicht mehr passieren würde. Okay. Also so gibt's, es gibt natürlich immer Argumentationen, die man führen kann, jenseits dieses Arguments. Man kann immer sagen, ich will es politisch entscheidbar machen, also muss ich zeigen, wo es das Gemeinwohl betrifft. Aber nehmen wir mal das, zum Beispiel das Problem Sterbehilfe. Ja? Nehmen wir mal das Problem selbstbestimmtes Sterben. Ja? Da fällt es mir wirklich schwer zu sagen, warum ist das ein Gemeinwohlthema? Weil die Argumentation wird gar nicht, das Problem ist, diese Diskussion wird gar nicht geführt. Es hat, das Thema hat das öffentliche Bewusstsein erreicht, also wird es zum politischen Problem erklärt. Dass ich erstmal sagen müsste, warum muss sich die Politik überhaupt damit beschäftigen? Diese Diskussion wird ja erstmal weggelassen. Ja? Und das muss man sich mal überlegen. Und letztendlich ist das schon mal der erste Grund, warum das mit dieser Parteiengeschichte gar nicht funktionieren kann. Es kommt aber noch was dazu, nämlich wir haben natürlich, das ist trivial, wir haben heute einen Pluralismus der Meinungen, Ziele, Identitäten des Einzelnen. Wir wissen ja gar nicht so genau, ob das vor 100 Jahren wirklich anders war. Ja? Also wir haben ja von Weitem, wenn man von Weitem auf irgendwas guckt, sieht ja alles immer sehr homogen aus. Ja? Da kann man immer sagen, früher sahen die alle gleich aus. Früher gab es Arbeiter und Kapitalisten. Ja? So, und deshalb gab es natürlich auch eine Arbeiterpartei und eine Kapitalistenpartei. Ja? Ob das jetzt wirklich so genauso gewesen ist und ob nicht der Arbeiter in einem kleinen Ort irgendwie ganz andere Interessen hatte als der Arbeiter, der in der Stadt gelebt hat und so weiter und so fort, können wir auch dahingestellt lassen. Für heute können wir feststellen, wir haben einfach eine Riesenpluralität. Und wir wollen uns zwar identifizieren, der Einzelne, aber immer mit unterschiedlichen Dingen. Der eine sagt, ich interessiere mich für Fußball, nicht? Ich bin Fußballfan, Identifikation, ne? Mit dem System, Sportsystem des Fußballs. Der nächste sagt, ich gehe gerne ins Theater, ich mag die Oper, nicht? Identifikation mit allen, die irgendwie gerne in die Oper gehen und so weiter und so fort. Natürlich habe ich auch eine ökonomische Identifikation, ich sage, ich bin selbstständig, ja, ich bin Freiberufler oder bin Angestellter und so, das sind natürlich auch Identifikationsmerkmale, gar keine Frage, aber die sind alle sehr kompliziert und in vielen politischen Fragen helfen die überhaupt nicht weiter. Die politische Realität ist ein Geflecht, kein hierarchisches Netz. Nicht? Ich kann nicht sagen, hier ist mein Ausgangspunkt und da habe ich dieses Hierarchische, diesen Baum, ja? Sondern ich habe ein ganz verschwommenes Geflecht. Und jetzt muss ich einfach mal davon ausgehen, dass ihr alle mein Buch Die Kritik der vernetzten Vernunft noch nicht gelesen habt. Deshalb muss ich jetzt was erklären von der Begrifflichkeit, was da reingehört. Nämlich, es gibt diese beiden Begriffe Net und Web, die ich ganz gerne verwende, sage ich jetzt mal so. Nicht? Das Interessante ist ja, dass wir manchmal, wir sagen, vernetzen uns und wir benutzen das Netz. Und manchmal sagen wir auch Web und wir benutzen das so gerne gleichbedeutend. Ja? Aber für mich ist ein Net, also ich sage extra Net, ne? Wie das, ja, das Net ist zunächst Ordnung. Ein Netz, wenn wir sagen Spinnennetz, denkt man an Spinnennetz. Da denkt jeder sofort an diese wunderschönen Dinger, die total wohl geordnet sind. Die Spinne sitzt in der Mitte, ne? Und dann gehen diese Adern so nach außen, ganz symmetrisch. Ja? Das ist so der Grund,
Wert eines Netzes. Oder ein Fußballnetz, können wir auch nehmen, ne? Ja? Hat nicht so ein Zentrum, sondern ist aber eine ganz klare Sache. Wir haben stabile Knoten, klare wenige Verbindungen, wir haben eine klare Nachbarschaft, ne? Der nächste Knoten ist mein Nachbar. Und wir haben Hierarchien, häufig, natürlich nicht beim Fußballnetz, ne? Klar, aber beim Spinnennetz zum Beispiel und so weiter. So, das ist das Grundkonzept Netz, das Netz eigentlich, ja. Und dann gibt es dagegen, im Deutschen sagt man das Gewebe. Das Gewebe funktioniert als Metapher nicht so richtig, weil das Gewebe ist häufig eben das kommt aus der Weberei, ne? Ja? Da haben wir ganz klar diese Struktur, auch klare Strukturen, aber wir haben das Verflochtensein und das sich aneinander halten. Da gibt es keine Knoten, nicht, sondern wir haben so ein Verflochtensein. Ne? Und wenn man das ein bisschen weiter treibt, dann wisst ihr, wir kennen ja auch das nicht nur das Gewebe, sondern das Weben, die Spinnenweben. Der eine oder andere wird das kennen, ne? Spinnenweben, wenn man den Schrank mal beiseite räumt, ja, Spinnenweben. Das sind keine klaren Netze, das ist eher sowas ganz Diffuses, Verwobenes und so weiter. Und das ist das Web. Das Grundprinzip des Web ist die Unordnung. Nicht etwa die Unordnung zusammengeschrieben, sondern eben die Nichtordnung. Ja? Wir haben eben hier vielleicht temporäre Knoten, da zerreißt mal was, da klumpt wieder was zusammen. Ne? Temporäre Knoten. Wir haben Verbindungen unterschiedlicher Stärke und Länge, die halten unterschiedlich lange. Wir haben wechselnde Nachbarschaften und dynamische Hierarchien. Das Interessante ist, dass wir sozusagen, wenn wir unsere Kultur betrachten, wir immer ein Netz haben irgendwo, wo sich ein Web anlagert. Natürlich ist es manchmal auch umgekehrt. Es gab erst so ein geschlungenes, denk mal so an Wegenetze, ne? Historie von Wegenetzen, was wir da so für eine Vorstellung haben. Kann man natürlich sagen, okay, es gab erst so Wegenetze, also Webs, Gewebe, ja, so verschlungene Pfade, nicht? Aber dann wurde irgendwann mal die Straße gelegt. Und jeder weiß, wenn wir eine Straße haben, dann gibt es schnell einen Trampelpfad, der das irgendwie abkürzt. Ne? Und wenn wir das also ungepflegt lassen, ja, dann wird das wieder aufgelöst. Nicht? Es gibt so Länder, die sind nicht ganz so diszipliniert und ordentlich wie wir. Da kann man sich das immer sehr schön angucken, wenn man weiter nach Süden fährt oder so. Ne? Kann man sich das immer sehr schön angucken, wie wir sozusagen, wenn ihr zum Beispiel mal die Elektroversorgung, die Stromversorgung in südlicheren Ländern anguckt oder in Spanien oder so, nicht, dann seht ihr, da ist das nicht so ein schönes hierarchisches Netz, wie das bei uns ist, ne? Sondern da gibt es ein wüstes Gewirr. Ja? Das ist so, aber das lagert sich an, genau an diese Netze. Ne? Und das ist das, was wir eigentlich tagtäglich machen, was jeder von uns macht, dass wir sozusagen das Netz, dieses Ordnen und der Ordnung widersetzen, ne? Und sagen, sehe ich gar nicht ein, ich lege da so mein eigenes Web drüber, dadurch entstehen solche verschlungenen Pfade wieder. Und dann gibt es natürlich die Ordnungsmacht, die das Ganze diszipliniert. Der Alltag einer Kultur besteht eben genau immer aus dieser Spannung zwischen Ordnungsmacht des Net und auflösender Dynamik des Web. Ja? So, ich glaube, ich muss mich ein bisschen ranhalten, fürchte ich irgendwie. Ich habe eine halbe Stunde jetzt. Naja, gut. Okay, nee, ich muss mich ein bisschen ranhalten. Okay. Ordnungsmacht des hierarchischen Netzes drängt eben sozusagen die Unordnung des Web zurück, nicht? Da werden dann Zäune aufgerichtet, ja, hier nicht lang, ja, nicht betreten verboten vor der Wiese und dann kann man da nicht mehr langlaufen, dann wächst der Pfad wieder zu. Und dann werden natürlich, wenn wir das jetzt uns in der Politik angucken, ne, da sehen wir ganz klar diese Ordnungsmacht, ne, eben genau in diesen Disziplinierungsapparaten der Parteien. Und ich meine, ich lese ja täglich meinen Twitter-Stream und da erlebe ich genau die Disziplinierungsversuche innerhalb der Piratenpartei, nicht? Wenn gesagt wird, wir müssen ein bisschen hier erst diskutieren und dann und so weiter, ja, und dann wird gesagt, wir müssen alle, es gibt so Metaphern, nicht? Wir müssen unsere Kräfte bündeln, ja, das ist so eine typische Metapher, oder wir müssen alle an einem Strang ziehen, ne? Das ist dann, haben wir genau wieder dieses Zusammenführen. Und die Frage ist natürlich, ist es vielleicht unbedingt notwendig für eine Politik, dass klare Netze da sind, dass wir eben so eine hierarchische Ordnung brauchen, wo die Parteimitglieder nur Parteisoldaten sind, die also genau da marschieren in die richtige Richtung. Zum Wahlkampf werden, schwärmen sie aus und hängen dann ihre Plakate auf nach organisierten Plan. Ne? So, oder brauchen wir das eigentlich? Oder wäre Politik in einem Web möglich? Und hier habe ich schon in Klammern gesetzt, oder einem Filz. Denn wir haben auf der einen Seite natürlich die Vorteile des Web, das ist uns ganz klar. Ich glaube, das wird hier keiner schreiben. Wir haben die unglaubliche Dynamik im Web.
Und dass die Dynamik ist eben das, was dieses hierarchische, starre Netz nicht kann. Ja, wir haben temporäre Kraftzentren, nicht? Wir können sozusagen, das erleben wir im Internet, wir haben plötzlich irgendwo eine Person, die irgendwas macht und die bündelt tatsächlich Kräfte. Irgendein Blogger, gut, Blogger, das ist fast schon wieder unmodern, sagen wir schon wieder, mein Gott, ne, ist schon wieder lange her. Ja, aber trotzdem, wir können, wenn wir die Entwicklung der Blogosphäre uns betrachten, da gab es immer so temporäre Attraktoren, ne, wo sich plötzlich alles drum gebündelt hat, bis das irgendwie wieder uninteressant wurde oder man gemerkt hat, oh, der kriegt ja zu viel Macht, dann dissipiert das wieder auseinander. Ne? So. Und das kann man also, im Web kann man unglaublich gut temporär Kräfte bündeln. Man kann Richtungen auf Zeit festlegen. Ja? Also man bildet so Strukturen aus, die sich, wenn ihr das vielleicht kennt, nichtlineare Dynamik, nicht? Da bilden sich Attraktoren und darum bilden sich praktisch auf Zeit bestimmte Strukturen mit Turbulenzen und ähnliche Dinge, die eine unheimliche Kraft entwickeln. Und wenn wir uns das vorstellen, dann heißt das natürlich, Politik im Geflecht oder im Web erlaubt Flexibilität, vermeidet gerade Starrheit und Zwang. Und letztendlich brauchen wir das, wenn wir eine plurale Gesellschaft anschauen, wenn wir ein politisches Modell haben wollen, was sozusagen dieser pluralen Gesellschaft irgendwie entspricht, dann brauchen wir das als Voraussetzung für Identifikation. Ich kann mich temporär und in einer bestimmten Richtung mit etwas wirklich identifizieren, da wirklich mitmachen. Und ich weiß natürlich auch, wenn das für mich Bindekraft verliert, dann hänge ich mich wieder woanders ran. Diese Modelle sind den Piraten ja nicht fremd. Ich rede ja jetzt hier nicht über irgendwas, ich erfinde hier nichts Neues. Nicht? Das ist die Idee Liquid Democracy. Ja? Das ist ja ganz klar. Nicht? Was ich jetzt heute bloß oder zurzeit bloß erlebe, ist, dass wir wenig im Moment, wenn wir über Piraten reden, wenig über Liquid Democracy reden, sondern darüber, ob man jetzt schon weiß, wie man Anträge schreibt im Parlament und wie man sozusagen einen Antrag einbringt und wie man den nächsten Wahlkampf vorbereitet und so weiter. Und Liquid Democracy ist sowas, da kann man ab und zu mal eine Anfrage reinstellen und mal gucken, ob sich irgendjemand meldet und dazu irgendwie einen Beitrag leistet. Nicht? Das ist das Problem, was ich sehe. Ja, so. Natürlich gibt das Ganze einen Extremfall, das ist der Filz. Der Filz ist natürlich negativ belegt. Ich hätte auch Fließ sagen können. Fließ klingt viel besser. Nicht? Aber ich habe extra Filz geschrieben, weil der Filz, das ist von vornherein negativ besetzter Begriff, gerade in Politik. Aber hier geht es eigentlich um was anderes. Wenn das Web so dicht wird, dass es zum Filz wird, dann dämpft es jeden Stoß. Dann frisst es jede Energie auf. Und auch das, glaube ich, das ist das, was den Piraten nicht ganz fremd ist. Nicht? Wenn man irgendwo sagt, ich laufe jetzt los und sofort kommen 1000 Leute und boah, nee, und ja, jedes, alles, was man macht, weil die ganze Geschichte halt so richtungslos ist, kriege ich eben dieses, dass ich wirklich einen Impuls setzen kann. Der braucht so viel Energie, dass das nicht einfach geschluckt wird von dieser Richtungslosigkeit. Nicht? Das ist die Gefahr, die letztendlich entsteht, wenn das Ding nicht locker ist, wenn das nicht dynamisch bleibt. Ja? Wenn wir einfach natürlich solche Reflexe zum Beispiel haben, wenn es immer irgendwo gleich Leute gibt, die auf eine neue Idee reagieren oder auf eine andersartige Idee reagieren. Ich habe das heute Morgen beobachtet, nicht? Das funktioniert ja wunderbar hier. Man braucht ja bloß ein bisschen den Twitter-Stream mitzulesen, als die beiden jungen Männer ihren Barcamp-Beitrag vorgestellt haben für die Kernenergie, nicht? Ich weiß nicht, ob ihr das mitgelesen habt oder mitgeschrieben habt. Ihr gehört vielleicht zu denen, die auch geschrieben haben, nicht? Das war sofort so eine Geschichte, ja, da hat man gesehen, da hat schon der Filz reagiert, nicht? Da hat sofort, da war gar nicht mehr die Frage, wollen wir das mal als Impuls nehmen und darüber nachdenken, sondern war sofort die Frage nach, bah, da können wir doch jetzt aber den Stoß, den fangen wir doch ab hier. Ja? Das ist genau dieses, da fängt der Filz den Stoß ab. Ja? So, also wenn man das Prinzip des Web in die Politik bringen will, dann muss man aufpassen, dass man den Balanceakt schafft, eben zwischen Hierarchie, starrer Hierarchie und sozusagen der Zähigkeit des undurchdringlichen Filzes. Das war jetzt alles sehr metaphorisch und ihr sagt, ha, ne, Metaphern sind vielleicht auch mal eine schöne Sache, aber was heißt das jetzt konkret? Ja, ihr fragt euch wahrscheinlich schon, kommt ja noch irgendwie zu was Konkretem und dazu muss ich jetzt ganz dringend kommen. Worum es mir geht, ist, man muss radikal denken. Wir müssen einfach es schaffen, bei allem, dass wir natürlich auch sagen müssen, wir müssen uns an den aktuellen politischen Prozess anschließen, gar keine Frage. Nicht? Aber man muss zunächst mal radikal denken und dann schrittweise handeln. Man braucht zunächst eine Vision. Es gibt immer Leute, wenn man sagt Vision, da gibt es das alte Spruch eines Machtpolitikers, das darf man ja nicht vergessen. Nicht?
Helmut Schmidt, ja, der gesagt hat, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen. Das klingt ja toll, nicht? Das ist ja super lustig und ich fand das auch immer witzig. Aber natürlich ist das ein Satz, den Machtpolitiker spricht. Ja? Der will nicht, dass Leute Visionen entwickeln. Ja. Na? So, also ist ja klar, nicht? Also deshalb, wie gesagt, schöner Tweet, kann man sagen, nicht? Wurde sofort bestimmt, hätte er schon getwittert, hätte er da bestimmt viele Retweets gehabt und Favoriten und so und alle sagen, oh, das ist ja toll. Aber eigentlich ist das doch nur eine Aussage eines Machtpolitikers, der verhindern will, dass Leute Alternativen entwickeln. Das ist doch ganz klar. Ja? Also, zuerst brauchen wir Visionen, dann reden wir über Wege und nicht, sobald mal einer vorsichtig sagt, sag mal Leute, wollen wir nicht eigentlich ganz woanders hin, sagen, komm, wir müssen jetzt erstmal hier uns, ne? Und du weißt, Wahlkampf, du weißt, wir müssen, dann werden wir wieder rumgereicht in den Medien und so weiter und so fort. Es darf keine Denktabus geben, keine historischen Argumente. Komme ich gleich auf ein ganz konkretes Beispiel. Ja? Immer dieses Denk an Weimar. Ne? Kommt gleich. Ja? So, und genauso das Wort Sachzwänge. Es gibt keine Sachzwänge. Sachzwänge kann es gar nicht geben. Sachen können nicht zwingen. Zwingen tun mich immer Menschen. Ja? Es gibt keine Sachzwänge. Und jeder, der sagt, das ist ein Sachzwang, das ist ein beliebtes Argument in dem Politikbetrieb, das dürfen wir nicht vergessen, das ist genau die rationalistische Argumentation, zu sagen, die Sachen liegen nun mal so, wir haben keine Alternative. Von wem ist das? There are no alternatives. Das ist der Lieblingsspruch von Margaret Thatcher gewesen. Ja? Es gibt keine Alternativen. So, und diesen Satz muss man streichen, es gibt immer Alternativen. Wir studieren nicht Wegweiser, wenn wir uns im Netz bewegen, sondern wir müssen sagen, wir können auch den Weg verlassen. Wir gucken nicht nur, wofür dieser Weg hin, wofür der Weg hin, sondern wir fragen uns, wo wollen wir überhaupt hin? Vielleicht müssen wir den Weg ganz verlassen, rechts runter, ab durch die Wiese. Ja? Freiheit zum Aufbruch. Zwänge beseitigen. Jetzt geht's los. Die erste Frage, braucht die Regierung überhaupt eine Koalition und Fraktionen? Wozu wird das gebraucht? Die Regierung ist eine Exekutive, das Parlament entscheidet eigentlich. Ja? Wir können die Verfassung lesen, nicht? Also ins Grundgesetz lesen. Es ist völlig klar, Exekutive, Gewaltenteilung, all diese Sprichwörter haben wir alle in der Schule gelernt. Ja? Also, wozu braucht die Regierung überhaupt eine Koalition und Fraktion? Das können wir erstmal völlig voneinander entkoppeln. Wir können sagen, wir stellen uns einmal vor, ein Parlament ohne feste Fraktionen und Koalition. Bei politischem Handlungsbedarf, wenn ein politischer Handlungsbedarf identifiziert wird, wenn irgendjemand im Parlament sagt, ich glaube, wir müssen dieses Thema politisch diskutieren, dann könnte er sich dazu, natürlich wird er meistens nicht alleine sein, er diskutiert das ja mit ein paar Leuten und das kann natürlich auch kleinere oder größere Fraktionen geben dabei, nicht, die irgendwie was gemeinsam formulieren und die sagen, das glauben wir, das muss gemacht werden. Daraus wird eine entscheidungsfähige Frage formuliert, ja? Wollen wir Präimplantationsdiagnostik? Ja oder nein? Eigentlich reduzieren sich die Dinge erstmal auf solche Entscheidungen. Und die fangen immer an mit, wollen wir? Wollen wir das oder wollen wir das? Das ist erstmal die grundsätzliche politische Entscheidung. Und die muss formuliert werden. Und dafür muss man Mehrheiten finden. Wer sagt ja, wer sagt nein? Man sagt manchmal, wir sollten keine Volksentscheide machen, weil man müsste komplexe Dinge auf eine Ja-Nein-Frage herunterbrechen. Aber es reduziert sich doch immer auf Ja-Nein-Fragen. Zunächst mal ist die Frage eine Ja-Nein-Frage. Will ich Atomkraft oder will ich sie nicht? Was ich dann machen muss, um dahin zu kommen, da wird es schwieriger. Aber die meisten Dinge reduzieren sich erstmal auf ich will's oder ich will's nicht. Dann muss ich mir eine Mehrheit dafür organisieren und dann kann ich natürlich die Ministerien beauftragen, wenn ich eine Mehrheit habe, wir wollen den Atomausstieg. Dann kann sich natürlich das Ministerium damit beschäftigen, zu sagen, wie kann das denn gehen? Und wenn wir dann als Parlament der Meinung sind, das geht uns zu langsam, dann schicken wir sie nochmal zurück und sagen, nein, es muss schneller gehen. Wir wollen es schneller. Ja, wir wollen es bis dann und dann. Nicht? Das Parlament muss sich dann natürlich auf zentrale politische Fragen konzentrieren. Allein dieses Verfahren, wenn ich nämlich nicht sage, ich habe ja meinen Stimmapparat, meinen Abstimmapparat, da kann ich viel mehr eigentlich nicht politische Dinge, die in der Öffentlichkeit irgendwie auftauchen, zu politischen Fragen erklären, die kann ich ja wunderbar durchwinken. Ich habe meinen Apparat, der schreibt die Gesetze, ich habe die Koalition, die winkt sie durch, dann kriege ich, habt ihr mal, lest euch mal ein Gesetz durch, irgendeins, was da alles festgelegt wird. Jetzt wird festgelegt, das neueste Gesetz, da wird festgelegt, wie viele Minuten darf es dauern,
in einer Hotline, dass ich in einer Warteschleife bin, ja, bis das irgendwie was kostet. Das steht in einem Gesetz. Ich meine, damit beschäftigt sich ein Parlament. Nicht? Also das ist eigentlich eine Sache, die würde ich überhaupt nicht als politische Frage behandeln. Ja? Das ist eine Sache, das meiner Meinung nach kann man das wirklich als Wettbewerb betrachten. Ich glaube, dass normalerweise die Unternehmen, wenn man das als Konsument nicht akzeptieren würde, sehr schnell auf andere Wege kämen. Da gibt es ein Gesetz für. So, also, wenn man dann so eine grundsätzliche Entscheidung getroffen hat, dann kann das Ministerium das formulieren, dann können wir sie noch mal ein paar Mal nach Hause schicken und sagen, wir wollen das schneller haben. Und dann wird entschieden, ja, das ist das Gesetz, was wir haben wollen. Da muss man sich zwangsläufig natürlich auf ein paar grundsätzliche Dinge konzentrieren. Nach diesem Verfahren wird man nicht all das schaffen, was man heute so schafft. Oder, ja, schafft. Naja. Ne? So, Regierung ohne Koalition. Warum nicht? Man sagt dann immer, da wird die Regierung ständig gekippt. Die Regierung wird nicht ständig gekippt. Wenn ich sage, wir haben keine Koalition und keine Fraktionen, wir schaffen es, eine Regierung. Jetzt muss man fragen, wen regiert denn die Regierung? Eigentlich regiert die Regierung nicht das Parlament und sie regiert auch nicht das Volk. Sie regiert eigentlich den bürokratischen Apparat der Ministerien, der Verwaltung. Das ist das Stück Gesellschaft, was eine Regierung regieren soll. Deshalb sitzt jeder Minister vor einem Ministerium. Nicht? Das ist ja auch richtig. Das ist ein politischer, auf Zeit bestimmter Mensch, der auf diese Zeit diesen Verwaltungsapparat im Griff behalten soll mit seinen Staatssekretären, die er dazu kriegt. Weil wir natürlich wissen, dass die Bürokratie, wenn wir die sich selbst überlassen, natürlich sich völlig verselbstständigt. Das muss man natürlich dazu sagen, da sind wir schon sehr weit. Das ist vor 150 Jahren von Karl Marx im 18. Brumaire das erste Mal beschrieben worden, immer wieder gut zu lesen, würde ich wirklich sehr empfehlen, wie der den bürokratischen Apparat beschreibt. So, also, wenn ich also am Anfang der Legislaturperiode sagen würde, wir müssen uns erstmal auf eine Regierung einigen. Die hat ja sowieso nicht mehr zu tun, als das, was wir hier beschließen, in den Ministerien umzusetzen. Dann sollte das möglich sein. Und wenn ich dann sage, ich will die abwählen, dann muss ich ja dafür auch wieder eine Mehrheit zusammenkriegen. Das Problem, weshalb man sagt, das wird so problematisch, ist, weil wir immer in Koalitionen denken. Einer bricht aus der Koalition aus und dadurch hat die Regierung keine Mehrheit mehr. Wenn wir mal nicht mehr in Koalitionen und Fraktionen denken, dann müsste eine Gruppe von Parlamentariern, die sagt, die Merkel wollen wir nicht mehr haben, müsste sich dafür jetzt eine Mehrheit besorgen. Ich meine, wenn das wirklich passiert, dann muss sie wirklich weg. Das ist doch ganz klar. Nicht? So. Die Regierung setzt um, das Parlament beschließt, das haben wir alle in der Schule gelernt, dass das eigentlich so sein sollte. Jetzt kommt das Ding mit Weimar. Nicht? Jetzt kommt Weimar. Ja? Die 5%-Hürde. Wir müssen die 5%-Hürde loswerden, damit wir die Pluralität ins Parlament bekommen. Weil wir sonst überhaupt keine vernünftige Wahlentscheidung treffen können. Wir treffen keine Wahlentscheidung. Das ist die Partei, mit der ich mich am meisten identifiziere. Ich frage mich erstens, hat sie eine Chance, ins Parlament zu kommen? Ihr macht das nicht, das ist okay. Aber, ne? Viele denken so, ja? Hat sie eine Chance, ins Parlament zu kommen? Und wenn ja, hat sie eine Chance, mit in die Regierung zu kommen? Nicht? Wie stelle ich mir das vor? Und wer ist das kleinere Übel? Das ist die meiste auch noch, ja? Das die meisten nicht. Wenn ich jetzt sage, ich habe keine 5%-Hürde, natürlich kommt dann auch die NPD ins Parlament. Ja, klar. Aber es sollte doch wohl möglich sein. So ist ja in vielen Parlamenten hat sie auch die 5%-Hürde übersprungen. Nicht? Und es sollte ja wohl möglich sein, sich dann auch dort damit entsprechend auseinanderzusetzen oder beziehungsweise in der Mehrheitenbildung entsprechend. Könnte natürlich sogar passieren, dass man mal einen Parlamentarier hat, der für meinen Vorschlag abstimmt, der von der NPD ist. Kann ja passieren. Selbst ein NPD-Mitglied hat ja eine Meinung vielleicht zur Präimplantationsdiagnostik, die nicht durch seine Nazi-Ideologie bestimmt ist. Na gut, das ist vielleicht ein schlechtes Beispiel. Das ist jetzt so, ja, das kann, nee, es ist, können wir das löschen? Ja, es war wirklich ein schlechtes Beispiel. Ne? Es war wirklich ein schlechtes Beispiel. Ja? Aber es gibt sicherlich Politikfelder, wo es sein kann, dass das eben nicht damit zusammenhängt. So, jetzt stellen wir also uns vor, wir hätten, würden wir sagen, natürlich, ich habe letzte Woche habe ich das in meiner Kolumne im The European geschrieben, da schrieb natürlich sofort jemand, das geht nicht. Weimarer Verhältnisse. Denk an Weimar. Und das ist genau diese historische Argumentation. Das Ganze, was ich in den zwei Folien zuvor gesagt habe, das gab es in Weimar nicht. In Weimar gab es Parteien und es war ganz klar, es gibt ein
es gibt eine Koalition, es gibt Koalitionen, es gibt Fraktionen. Und da mag das sein, dass das nicht funktioniert, aber wir müssen einfach radikal denken. Ja? Wir müssen einfach sagen, was kann man eigentlich an diesem System drehen? Und eins ist ganz klar, die plurale Situation der Gesellschaft wird dann parlamentarisch abgebildet. Und wenn ich sagen kann, ich gebe meiner Stimme irgendeiner kleinen Partei und wenn sie 1/600 der Stimmen bekommt, dann ist sie im Parlament. Und dann kann sie sich an der Mehrheitsfindung dort beteiligen. Dann werden viele das tun. So, Stichwort Wohnort und Wahlkreis, ganz anderes Thema. Heute kam auch schon das Thema Föderalismus, gibt es ein Barcamp dazu, finde ich auch in dem Zusammenhang ganz interessant. Die ganze Grundidee beruht darauf, dass ich irgendeine spezielle Bindung an den Ort habe, wo ich wohne. Das ist sowas von, es ist einfach nicht mehr so. Ja, wenn ihr irgendwo umzieht, dann sollt ihr da plötzlich Leute wählen, die habt ihr noch nie, kennt ihr nicht. Ja? Hat da gar nichts mit dem Internet zu tun. Ja? Dass wir natürlich alle inzwischen irgendwie mehr Leute, auch gerade im politischen Zusammenhang, wir hier mehr Leute im Internet vielleicht kennen, als hier bei mir da in Münster-Rooksel. Ne? Das ist ja klar. Ja? Aber einfach das, die Mobilität, ne? Ja, da, das hat nichts mehr mit dem Wohnort zu tun. Warum also ist die Wahlentscheidung an einen Ort gebunden? Diese lokale Einwebung ist total überholt. Jetzt könnte man sagen, das wäre ein typisches Thema, finde ich, für die Parteien, wie sieht es mit Online-Wahlkreisen aus? Wir können doch einfach sagen, jeder kann sich irgendwo eintragen, ich möchte online wählen. Und dann wird geguckt, wie viel sind das insgesamt, dann sagt man, das macht prozentual so und so viele Wahlkreise aus. Ich glaube, im Moment wäre das noch weit unterhalb der Hürde, die man sowieso durch Überhangmandate und diesen ganzen Kram hat. Das heißt, wir könnten einfach sagen, es gibt 1, 2, 3 zusätzliche Online-Wahlkreise. Da haben wir 3 Parlamentarier mehr, mein Gott. Ja? So. Und wenn das dann mehr wird, weil immer mehr Leute sagen, mein Gott, eigentlich haben sie recht, ich habe eigentlich hier mit diesem Ort wenig zu tun, ich melde mich für so einen Online-Wahlbezirk an, dann müsste man irgendwann gucken, wie man da so einen Reduktionsmechanismus kriegt, nicht, dass wir irgendwann dann 1200 Parlamentarier haben, weil ja die Hälfte der Bundesbürger online wählt. Aber zunächst mal passiert ja gar nichts Schlimmes. Nicht? Zunächst mal kann man sagen, die kommen einfach zusätzlich mit rein. Ja? So. Es gibt natürlich dann noch die Alternative, dass man sagt, wir haben einfach nur globale Listen, also keine Landeslisten mehr. Das ist auch schon mal bei den Piraten diskutiert worden. Und dann wird durch die persönliche Wahl, ich wähle sozusagen eine Person aus dieser Partei und dadurch, wer da sozusagen am meisten Stimmen hat, ne, der steht auf der Liste ganz oben und der wird dann auch gewählt. Könnte man auch machen. Dann kann ich praktisch sagen, ich wähle zwar vor Ort, ne, habe aber gar keine Wahlkreise mehr. Ja? Würde ganz auf die Wahlkreise verzichten. Eine reine Personenwahl, das kann ich jetzt nicht mehr diskutieren, bringt es meiner Meinung nach nicht. Übrigens löst es auch das Problem nicht. Das kann man sich in Frankreich angucken. Ne? Da gibt es ja kein Verhältniswahlrecht, sondern Mehrheitswahlrecht. Und da funktioniert das. Da haben die gleichen Probleme wie hier. Ja? Man kommt im Normalfall nach dem heutigen Verfahren auf weniger Parteien. Kann man sich auch in Amerika angucken. Bringt nichts. Was bleibt von den Programmen der Parteien? Was mir nochmal ganz wichtig ist hier, ich komme zwar aus der Zeit raus, aber das muss ich noch sagen. Ich hatte es eben schon mal in der Mittagspause gesagt. Was mir im Moment völlig unklar ist, was ist eigentlich die Piratenpartei für eine Partei? Man kann doch ganz klar hingehen, wenn man sich so eine Parteienlandschaft vorstellt, kann man sagen, diese Partei ist das Sprachrohr eines bestimmten sozialen Akteurs. Die SPD früher. Ne? Die SPD in ihrer Gründungsphase war das Sprachrohr der Arbeiter. War eine Arbeiterpartei. So gibt es mit Abstrichen, ne, gibt es so eine Klientelpartei, kann man sagen. Ja? Die Piraten, ich hätte nichts dagegen, wenn die Piraten sagen würden, ich wäre zwar da nicht so, da würde nicht dazugehören, aber okay, Piraten könnten sagen, wir sind die Partei der, wie man sie dann auch immer klassifiziert, nicht der IT-nahen, selbstständigen, sozial, ja, geht schon los. Aber wenn man das nicht macht, bin ich doch dafür, das nicht zu tun. Weil ich würde ja auch nicht, dass, gut, IT-nah bin ich schon, aber wird ja, irgendwann würde ich auch durchs Raster fallen. Nicht? Also muss man sagen, es ist sozusagen eine Themenpartei, könnte man auch sagen. Es ist die Partei, die für, wie die Grünen zum Beispiel, war eine Themenpartei. Ja? So. Oder man sagt, es ist eine Generalpartei. Wir haben ein Konzept für die Gesellschaft. Das war meine Hoffnung, muss ich sagen. Es war meine Hoffnung, dass die Piraten sagen, wir haben ein Konzept für die Gesellschaft. Wir haben eben, wie gesagt, Visionen.
die gehen aber meiner Meinung nach im Moment immer mehr verloren. Wenn es eine Generalpartei ist, die Vision. Ah, okay, dann bin ich ja froh. Also, ich bin da pessimistischer, wie gesagt, als heute Morgen der zeitweise gewesen ist. So, wenn ich eine Generalpartei bin, dann kann ich aber eigentlich nicht sagen, ich gebe Antworten in meinem Wahlprogramm schon. Das nervt mich immer bei diesen Generalparteien. Sie geben Antworten auf konkrete politische Fragen. Wenn wir an die Macht kommen, dann sinkt die Arbeitslosigkeit um 12%. Da sage ich immer, was für ein Blödsinn. Also, ach so, wir dürfen ja nicht so sprechen. Was für ein Blödsinn darf man nicht sagen, habe ich gelernt. Nicht? Also, das habe ich heute früh erst verstanden, da hätte ich mich besser darauf einstellen müssen. Also, das geht einfach nicht. Ja? Ich kann auch nicht sagen, wenn wir an die Macht kommen werden, wird das und das passieren. Das ist ja kein Naturgesetz. Ja? Also, ich kann nicht sagen, wenn wir an die Macht kommen, geht morgen wieder die Sonne auf und nächstes Jahr auch. Das ist, ja, okay, da kann ich sowieso nichts dran machen. Ich muss Politikprinzipien formulieren. Ich muss sagen, was für eine Politik wollen wir machen. Ja? So, wir wissen ja nicht, welche Fragen sich wirklich stellen werden. Wer wusste denn vor 4 Jahren, als der Bundestag gewählt wurde, dass jetzt manche werden sagen, ich habe es gewusst, was mit dem Euro passiert, aber nicht, wie die Situation sich heute wirklich darstellt, konnte man doch nicht wissen, welche Fragen überhaupt gestellt werden müssen. So, Entscheidungssituationen können nicht vorgegeben werden. Deshalb müssten wir viel mehr sagen, wir geben keine Antworten, sondern wir geben einen Weg, wie wir Antworten finden wollen. Den publizieren wir. Das ist natürlich anstrengender und das ist vor allem auch anstrengender, und jetzt muss ich zum Ende kommen, das ist natürlich vor allem anstrengender fürs Volk. Und das merkt ihr ja heute als Piraten. Nicht? Die sagen immer, jetzt sagt doch mal, wie steht ihr denn zu dem und dem Thema? Ja, wollt ihr denn nun den Helmpflicht oder nicht? Ne? Also, ist jetzt etwas übertrieben. Ja? Und dann, die haben ja nicht mal einen einheitlichen Standpunkt zur Helmpflicht. Wie können wir die denn wählen? Nicht? So, ja? Also, das ist natürlich Blödsinn. Da muss man einfach sagen, Leute, nein, soll man nicht sagen Blödsinn, aber soll man sagen, diese Antwort werden wir euch nicht geben. Da haben wir auch gar keine einheitliche Meinung, müssen wir auch nicht haben. Ne? So, und das ist natürlich eine Zumutung für diesen Demos, den müssen wir natürlich mitbringen. Und deswegen komme ich endlich zu dem Punkt, auf den Bastian die ganze Zeit wartet, weil ich versprochen habe, ich erzähle dazu was. Ne? Also, der umstrittenste Teil sozusagen meines Buches, wo es immer wieder Leute gibt, die sagen, was ist das für ein Blödsinn mit dieser Leiblichkeit, klingt ja auch altmodisch, gebe ich ja zu. Die Notwendigkeit der Leiblichkeit, das meint doch nur, man muss sich den Leuten in den Weg stellen. Ja? Wenn man das erreichen will, wenn man einen solchen allgemeinen Anspruch daran hat, die Gesellschaft zu verändern, dann muss man sich den Leuten in den Weg stellen. Und das schafft man nicht im Internet. Im Internet kann ich jeden ausschalten. Nur auf der Straße, Gott sei Dank, ne? Haben wir keine Waffen, dürfen wir keine Waffen bei uns tragen. Nur auf der Straße kann ich niemanden ausschalten. Und gestern in Münster habe ich das doch wieder live erlebt. Nicht? Da ziehen die Protestler, die gegen das Video, die, sagen wir jetzt immer, das Schmähvideo sind, nicht? Also die ziehen dann natürlich lautstark mit Lautsprecher durch die ganze Stadt. Die kann ich nicht ignorieren. Das geht einfach nicht. Da muss ich dann auch in dem Moment, fange ich an, darüber nachzudenken, oder mit dem ich gerade zusammen im Büro sitze, fange ich ein Gespräch darüber an, wie ich eigentlich dazu stehe. Und das nenne ich Leiblichkeit. Darauf kann man nicht verzichten. Ja? Das ist das, was ich meine, wenn ich von Leiblichkeit rede. Nicht Occupy war ja eine Leiblichkeitsgeschichte, bloß Occupy ist ja seinem eigenen Anspruch nicht genügt. Nicht? Die haben gesagt, wir haben Occupy Wall Street. Was haben sie in Wirklichkeit gemacht? Die haben sich irgendwo in den Park gesetzt, da um die Ecke, und haben Occupy Park XY gespielt. Und da haben sich natürlich nicht die Banker drüber geärgert, sondern die Leute, die da spazieren gehen wollten. Ja? Ist in Münster genauso gewesen. Nicht? Also, ja, also die Idee ist ja nicht schlecht, Occupy kommt aus dem Netz. Na? Aber ich muss es auch tun. Ich muss mich dahin stellen, wo die Leute mich nicht ignorieren können. Und das ist das, was ich damit meine. Wir müssen die Filterblasen der Menschen immer wieder platzen lassen. Ja? Und nur so, sie sind ja alle in einer dumpfen Weise unzufrieden mit der Politik. Nicht? Und da muss man irgendwie sagen, wie kommen wir zum Neubeginn? Jetzt habe ich so lange geredet, dass ihr noch 4 Minuten Zeit habt, mir zu widersprechen, mit mir zu streiten und so weiter. Das mit den 4 Minuten sehen wir nicht ganz so streng. Wer hat eine Frage? Du warst, glaube ich, der Erste zumindest, den ich wahrgenommen habe. Ja, danke. Also ich habe 2 Bemerkungen. Zum einen hattest du darüber erzählt, wie das ist mit dem Regierung und Koalition und Koalitionszwängen und dass das alles schön ordentlich sein muss oder auch nicht.
Du hast ja auch selbst gesagt, das ist halt letztlich, weil das halt schon bequemer ist. Diese unbequeme Variante, die du so halb vorgeschlagen hast, ist aber auch schwierig umzusetzen, weil oftmals dieses Entscheiden und Durchführen halt sehr ineinander verwoben ist. Also nur jetzt ein Beispiel bei mir in der Kommune, wir überlegen jetzt, ob wir eine Straßenbahn wollen. Da wird einfach vor der politischen Frage, also bis zum letzten Beschluss, schon so viel Vorarbeit gemacht, schon so viel geplant, schon so viele Millionen für Planung ausgegeben, dass eigentlich immer kontinuierlich bei kleinen Gruppen von politischen Entscheidungsträgern gefragt wird, ja, findet ihr das jetzt noch gut, findet ihr das nicht gut? Und dann sagen, ja, mach mal weiter, sieht ganz gut aus. Wenn man das immer wieder auf Fragen reduziert, weil ja, bei diesem Stand, bei demjenigen Wissensstand, seid ihr dafür oder dagegen, muss man über so ein Projekt dann 10-mal abstimmen, was super stressig ist und worauf halt keiner Lust hat. Das ist ja einer der Gründe, warum man das halt in der Praxis extrem selten macht. Das zum einen. Und zum Zweiten hattest du gesagt, also dieses lokale Verwobensein wird aufgelöst. Dem kann ich eigentlich auch so nicht zustimmen. Also ich stimme dem zu, dass es abnimmt, dass es für eine größere Gruppe von Leuten gibt, für die das wenig Bedeutung hat. Aber es gibt immer noch eine sehr, sehr große Gruppe, für die hat das extreme Bedeutung. Sehe ich halt auch, gerade so in der Kommunalpolitik, Leuten ist alles vollkommen egal, aber wenn vor ihnen, vor der Haustür die Straße aufgerissen wird, da einer ein Windrad hinstellen wird, dann ist die Kacke am Dampfen, dann halten sie das für eine politische Frage und wollen, dass da Politik was tut. Und das ist meines Erachtens nach wie vor extrem stark. Du hast einen ganz großen Teil der Menschen, die interessieren sich für sehr wenig, außer es passiert vor ihrer Haustür. Und das finde ich auch sinnvoll, dass das in Kommunalpolitik, in Föderalismus abgebildet wird. Also zum letzten Punkt, da bin ich auch ganz bei dir. Das war jetzt auch nur ein ganz kurzer Anflug sozusagen dieses weiten Themas, lokale Verwobenheit. Und zwar auf der Ebene, wo ich jetzt wirklich unterwegs war, der Bundespolitik. Also der Politik in der Bundesrepublik. Natürlich muss es weiter Kommunalpolitik geben und das hat auch was mit Leiblichkeit übrigens zu tun, daran sieht man es. Es gibt ganz viele Politikfelder, die auf meine wirkliche leibliche Situiertheit sozusagen bezogen sind. Ne? Und das können die wenigsten sozusagen für sich in Anspruch nehmen, zu sagen, das ist mir eigentlich egal oder ich kann davon abstrahieren, was direkt vor meiner Haustür passiert. Ich bin davon beeinflusst, ob da eine Baustelle ist, der Lärm und so weiter. Ja, also damit geht es schon los. Das sind eben diese leiblichen Erfahrungen. Und da gibt es sicherlich nur wenige, die sagen, ich habe Kopfhörer auf, ich sehe meinen Bildschirm. Also um das jetzt mal so zu sagen, und deshalb habe ich mit dieser Welt gar nichts zu tun. Da ist meine Leiblichkeit konzentriert. Der erste Punkt, ja, das stimmt. Und ich muss auch dazu sagen, ich habe jetzt wirklich Visionen formuliert, bei denen man sagen muss, ja, bis man da hinkommt, sind wir ja wirklich weit von entfernt. Und an diesen Zielbildern muss man auch arbeiten. Man muss das genau an solchen Szenarien durchspielen. Ja, und da muss man gucken, aber nicht um es in Frage zu stellen, also ich würde sagen, nicht um es in Frage zu stellen, das kann auch jemand anders sehen, aber um zu gucken, was müssen wir denn dann alles verändern, was müssen wir auch im Kopf verändern. Ich glaube, man muss vor allem lange, lange jetzt erstmal an solchen Visionen arbeiten, damit die Leute das überhaupt für möglich halten, dass sowas funktionieren kann. Ja? Oder dass bestimmte Dinge funktionieren könnten, die ganz anders sind, als sie heute sind. Ja, ich habe einen Widerspruch zu der Vision, dass das Parlament sich im Wesentlichen mit Ja-Nein-Fragen auf relativ hohem Abstraktionsniveau befassen sollte und die Formulierung der späteren Gesetzesnorm oder was auch immer es dann wird, der Regierung überlassen bleibt. Also meiner Meinung nach liegt ein erstaunlich großer Machtspielraum in der genauen Formulierung und ich glaube, es wäre nicht notwendigerweise schlecht, aber es würde auf jeden Fall die Macht in Richtung Regierung verschieben, wenn die Parlamentarier sich, warum auch immer, darauf verständigen würden, nur die grobe Richtung vorzugeben. Mhm. Man kann selbst bei einer richtungsmäßig eindeutigen Entscheidung durch die Formulierung alles Mögliche drehen. Ja. Auch die Ja-Nein-Entscheidung ist letztlich ganz oft von der Frage abhängig, wie ich denn die Details ausgestalte. Vorhin war ja als Beispiel genannt, wollen wir den Atomausstieg, ja oder nein? Und dann kann es halt sehr wohl darauf ankommen, wie zum Beispiel parallele Zusatzausbau von Netzstrukturen für regenerative Energien gleichzeitig angegangen werden oder eben auch nicht. Das mag einen Unterschied machen. Mhm. Derartige Details gibt es einfach überall. Insofern glaube ich nicht, dass man sozusagen das völlig spalten kann oder sollte. Ja, also das geht auch ein bisschen mit
geht auch ein bisschen mit in die Richtung, was du gesagt hattest, dieser Prozess, man kommt sozusagen mit einer ersten Ja-Nein-Entscheidung, erstmal geht man auf einen Weg sozusagen, ne? Und dann merkt man ja unterwegs erst verschiedene Dinge, merkt Konsequenzen dieser Fragestellung, muss das möglicherweise erneut in Frage stellen. Ich gebe auch zu, wenn man die Folie gesehen hat, dann merkt man, da stand auch weniger drauf, als ich gesagt habe. Das ist bei mir auch gerade so ein Prozess des Denkens. Natürlich, also meine erste Idee war tatsächlich, so wie du es jetzt auch dargestellt hast, so hat man es wahrscheinlich auch noch deutlich verstanden. Inzwischen stelle ich mir da natürlich aber einen iterativen Prozess vor. Also wir brauchen als erstes eine, und darüber kann man auch nur meiner Meinung nach streiten, wollen wir oder wollen wir nicht. Man muss es immer wieder meiner Meinung nach zuspitzen. Ja? Und anhand dieser Zuspitzung ist es übrigens so, das haben wir in Münster gerade erlebt mit unserem Hindenburgplatz. Hindenburgplatz oder Schlossplatz, es ist überall diskutiert oder war überall in den Medien, nicht? Und dann hat man gemerkt, das ging ein halbes Jahr. Man muss dazu sagen, vor einem Jahr waren 75% der Münsteraner für den Hindenburgplatz, dass er bestehen bleibt. Und am Schluss ging der Bürgerentscheid für den Schlossplatz aus. Ja? Deutlich. Ja? Und da ist natürlich ein Riesendiskussionsprozess gewesen. Aber erstmal musste die Frage formuliert werden. Also insofern muss mein Konzept, was ich hier formuliert habe, insofern erstmal schon mal verändert werden, dass bevor ich diese Ja-Nein-Entscheidung treffen kann, davor schon ein Diskussionsprozess passieren muss, der überhaupt diese ganzen Argumente schon mal auf den Tisch bringt. Und dann muss es natürlich irgendwie einen iterativen Prozess geben, der sagt, okay, wenn wir jetzt die Ausprägung haben, müssen wir unsere Entscheidung auch revidieren können. Ja? Und da muss man natürlich überlegen, wie man dann in absehbarer Zeit noch zu Entscheidungen kommt. Also das ist natürlich schon schwierig. Ja, ein Kommentar auch von meiner Seite. Ich bin jetzt nun kein Pirat, sondern ein Grüner, heiße Ernesto. Und kenne die NRW-Landesregierung ein kleines bisschen, vielleicht auch ein paar Parlamentarier. Und vielleicht als erstes, die letzte Folie hat mir am allerbesten gefallen. Das Thema Filterblasen platzen lassen. Ja. Das ist genau das, was fast alle, auch aus der Piratenpartei, aber auch bei den Grünen, immer begleitet, weil letztlich man bewegt sich viel zu sehr in der eigenen Filterblase und dieses Platzen lassen und sich da in den Weg stellen, nicht nur in der eigenen Peergroup im Internet, sondern im Weg stellen. Das fand ich wirklich eine super Zusammenfassung von dem, was Politik oder was politisch aktive Menschen machen müssen. Eins habe ich auch einen Haufen verschiedenen Widerspruch, eigentlich zwei primäre. Einerseits alles offen radikal, jedes Mal neu diskutieren und am Beispiel der Pro-Atom-Geschichte heute früh, da hat die Piratenpartei eigentlich eine sehr gute Erfahrung mitgesammelt oder schlechte, indem sie erstmal alles offen diskutiert hat und dann dieses Phänomen Trolle dabei hat, die immer alles offen radikal diskutieren und damit jeden Diskussionsprozess in den Irrsinn treiben, weil sie alle Diskussionen bis ins Beliebige trollen und eben nie die Vergangenheit akzeptieren, nie akzeptieren, dass sie bereits irgendwie vielleicht mal argumentativ unterlegen sind, sondern alles von vorne raus. Und das trägt eine Entscheidung in die Unendlichkeit. Also ja, offen diskutieren ist gut, aber man muss schon die vergangenen Entscheidungen auch irgendwo mit berücksichtigen, weil ansonsten hat man Trolle, die das gnadenlos ausnutzen. Die Missbrauchsgefahr von so etwas ist leider sehr hoch, ja. Auch wenn ich den Ansatz super finde. Ja. Also erstmal, ich habe ein entspanntes Verhältnis zu Trollen, muss ich sagen. Ich bin so oft im Internet in den letzten 5 Jahren als Troll bezeichnet worden. Und es geht mir regelmäßig so, dass ich schreibe jetzt seit einem halben Jahr eine Kolumne beim Freitag. Das ist ja sie sind ja sehr links. Und da bin ich regelmäßig, nach wenigen Wochen stand da, jetzt gibt es die Trolle auch in Blau. Weil also die Redaktionsmitglieder sozusagen, die werden in Blau ausgezeichnet beim Freitag. Und die anonymen Leute, die sind in Rot dargestellt. Jetzt gibt es den ersten blauen Troll. Das war so ziemlich der erste Satz. Also ich werde oft genug als Troll bezeichnet, um zu sagen, der Troll entsteht im Auge des Lesers, des Betrachters. Aber ich halte einen ganz wichtigen Punkt, der hier einfach aus Zeitgründen fehlt. Ich bin ein Anhänger des Dezisionismus und der Dezisionismus sagt auch ganz klar, es gibt eine Ausgrenzung. Ja, dazu steht man auch. Das machen wir nicht gern. Wir sagen das auch gerade nicht gern laut. Nicht? Es gibt eine Ausgrenzung und zwar gibt es natürlich bei aller Gegnerschaft im politischen Prozess gibt es irgendeinen Konsens auf Spielregeln. Also es gibt sozusagen eine Zweistufigkeit der Ausgrenzung. Es gibt erstmal die überhaupt das Spiel mitspielen dürfen. Ja? Also das haben wir auch, wir haben ein Wahlvolk. Nicht jeder darf wählen. Es gibt eine ganz klare Grenze und es ist übrigens auch wichtig, dass es diese Grenze gibt. Wir weichen die immer sehr gerne auf, nicht? Und das ist überhaupt nicht opportun zurzeit, zu sagen, nun lasst doch nicht gleich wieder die Minderjährigen mitwählen, nicht? Lasst uns doch erstmal, ja, also lasst uns eine Grenze ziehen. Ja? Und es gibt diese Außengrenze, ja, und es gibt dann eine Grenze, sozusagen eine Trennung in Lager, in Freund und Feind oder in Gegner und so weiter. So ist das dezisionistische Modell von Chantal Mouffe.
Und dem kann ich sehr gut zustimmen. Und das ist genau das Problem. Man muss Mechanismen haben, um auszugrenzen. Das ist ganz klar. Und wer sich nicht an die Spielregeln hält, wer nicht verstanden hat, dass er jetzt verloren hat, nicht? Und dass das auch für eine bestimmte Zeit gelten muss, natürlich nicht für immer, weil es immer eine Entscheidung ist, ja? Der darf dann irgendwann nicht mehr dazugehören. Das muss man so drastisch machen, ne? Sonst funktioniert das Modell nicht. Okay, ich hatte noch eine zweite Sache, ich lasse den ganzen Rest weg. Die zweite wichtige Sache ist aber, überfordert man mit dem von dir vorgestellten Modell nicht die Abgeordneten, indem man jeden einzelnen Abgeordneten Experten zu jedem einzelnen Thema werden lässt? Weil es ist eine Grundfrage, ich denke, damit werde ich auch nicht nur Freunde hier machen, wenn ich sage, dass diese Eigenverantwortung der Abgeordneten auch seine Grenzen hat. Ich denke allerdings, die MDLs, die bei den Piraten mittlerweile da sind, die haben eine Vorstellung davon, was ich damit so meinen könnte, wenn ich sage, dass es schon Experten geben muss und dass man sich auch innerhalb einer Fraktion, Fragezeichen, auf andere verlassen muss. Das ist eigentlich auch eine offene Frage. Ich denke gar nicht mal, dass das, es ist sicherlich eine Idee in der Richtung, aber man kann dort eine ganze Menge mehr diskutieren. Ich denke, die Piraten tun das intern ja auch eine ganze Menge, so wenn ich das auf den Mailinglisten mitbekomme. Nur als Anregung, das ist ein sehr schwieriges Modell, aber menschlich schwierig, weil MDLs sind auch nur Menschen. Ich versuche trotzdem ganz kurz was dazu zu sagen, weil ich glaube, natürlich, also deswegen habe ich Liquid Democracy gesagt, natürlich das Prinzip, dass ich mich auf andere verlasse, aber ich scheue mich davor zu sagen, ich verlasse mich auf Experten, also mit Experten habe ich ganz große Probleme, aber das wäre ein anderes Thema, aber natürlich, dass ich sage, ich vertraue dem, aber ich vertraue dem einen in der einen Frage und dem anderen in der anderen Frage und da delegiere ich auch meine Stimme. Nicht meine Verantwortung, aber meine Stimme delegiere ich in dem Moment und sage, kümmere du dich darum, aber es kann eben jemand ein ganz anderer sein, bei dem ich zu einem anderen Politikfeld Vertrauen habe. Es muss nicht in der Fraktion sein. Okay, eine Frage von mir. Woher nimmst du den Optimismus und die Kraft, sich tatsächlich vorzustellen, man könnte sich dem Volk, den Einzelnen tatsächlich aufdrängen oder sich dem nahe bringen, wie du dir das vorstellst. Ich kann mir sehr, das ist ja letztlich ein Reifungsprozess, den du da voraussetzt. Ich kann mir das für einen gewissen Prozentsatz der Bevölkerung vorstellen, aber bestimmt nicht für die Mehrheit. Ja, also ich sag mal so, letztendlich, da habe ich vielleicht habe ich da sozusagen eine relativ elitäre Vorstellung. Es war schon immer so, also selbst bei der Französischen Revolution oder gehen wir 20 Jahre zurück in der DDR, es war nicht die Mehrheit. Es war mal ganz kurz ein Moment, wo 500.000 auf die Straße gegangen sind. Das war selbst in der DDR, was ein kleines Land war, nicht die Mehrheit. Nicht? Also wenn wir von dem Volk reden, dann reden wir zwar ganz gerne von allen, aber letztendlich haben wir einen bestimmten Anteil, ja, der von mir aus beliebig groß sein kann. Aber das ist wirklich sozusagen die politisch interessierte oder politisch interessierbare Menge. Ne? Und die muss man erreichen. Man wird versuchen, alle zu erreichen, aber ich glaube unterm Strich, dass das nicht notwendig ist. Weil es gibt dann viele, also man kann das am Ende der DDR sehr gut studieren. Es gibt eigentlich eine kleine Gruppe und dann gibt es plötzlich für einen kleinen Moment den Peak, wo wir plötzlich denken, dass alle auf der Straße sind. Nicht? Und es sind selbst die 500.000, das sind dann irgendwie, wenn es mal hochkommt, sagen wir mal 10%, also 500.000 waren nicht 10%, es waren weniger, 2,5%, ne, der DDR-Bevölkerung oder so in der Größenordnung. Ja. Also da wäre ich optimistisch. Es gibt etwas, wo sich was zuspitzt. 1988, wir sind nicht in der DDR-Situation, aber nehmen wir trotzdem mal als Beispiel. 1988, ich bin in der DDR aufgewachsen, da gab es eine Unzufriedenheit, völlig klar, aber da gab es nicht die Vorstellung, nicht die Idee, es wäre eine absolute Idiotie gewesen, wenn jemand gesagt hätte, in 2 Jahren ist die deutsche Einheit da, in 2 Jahren ist dieses System beseitigt. Na? Also beides hätte jeder gesagt, wir können vielleicht ein bisschen was erreichen, dass sich ein bisschen was verändert. Und plötzlich entwickelt sich etwas, ja, und dann ist plötzlich so ein Peak da. Natürlich fällt das sofort wieder in sich zusammen, gar keine Frage. Wir werden nicht plötzlich so eine politische Gesellschaft erreichen, wo jeder Mensch politisiert ist, sich über alles informiert, mit allem mitmacht und so weiter. Das nicht. Ja. Ich gehe mal auf einen anderen Punkt zurück. Für mich haben Politiker heute nichts anderes zu tun, die derzeitigen, als Verwalter des Unmuts zu sein. Sie verwalten den Unmut, sie lassen Fachleute, die meist aus irgendwelchen Lobbys stammen, etwas regeln, für etwas Gesetzesvorlagen schreiben, die gehen dann an die Bürokratie. Das heißt, unsere Bürokratie ist stark. Ja. Als
Reaktion auf diesen politisch verwalteten Unmut. Unsere Politiker haben keine Visionen mehr. Ja. Und ich denke, wir sind angetreten, unsere Visionen so klar und deutlich zu verbreiten, dass sie auch ankommen. Das heißt, wir müssen tatsächlich auf die Straße gehen. Das heißt für mich nicht unbedingt, ich stelle mich den Leuten in den Weg, sondern ich versuche, ihnen einen Weg zu zeigen, wie sie mitmachen können, diese Visionen zu verwirklichen. Das heißt, wirklich Politik zu verändern. Und das kann ich transportieren, indem ich mit jedem einzelnen Menschen rede. Ja, ja. Kann ich nur bestätigen. Also auch die Einschätzung des aktuellen Politikbetriebs. Und das Problem ist einfach, es gibt für das Volk zwei Möglichkeiten, sich damit umzugehen. Entweder ich verfalle in Lethargie oder und sage, mir geht es doch gar nicht schlecht. Und das ist, glaube ich, die Entscheidung, die meisten Menschen getroffen haben. Und man könnte sagen, ja gut, dann ist das halt so. Dann machen wir unser Ding, ne, als politisierte Klasse, und setzen unsere Vorstellung von Urheberrecht durch und so weiter und so fort. Aber das kann es aus dem Grunde nicht sein, weil, und das muss ich am Schluss nochmal sagen, wenn es eine solche Entfernung gibt zwischen Demos und Regierung und Politik, dann ist diese ganze Gesellschaft wahnsinnig instabil. Dann muss es nur einen sehr charismatischen Führer geben, um das jetzt mal einfach auf den Punkt zu bringen, und dann kippt sich die Sache plötzlich in eine ganz andere Richtung. Ja? Also das ist, dann sind wir in so eine Situation kann dann einfach entstehen, und das ist eigentlich die Sorge. Man könnte ja sagen, ja gut, lass doch die meisten lethargisch sein, dann machen wir unser Ding. Aber das ist eben die Gefahr, die da besteht. Ja, mich treibt auch diese Frage um, irgendwie überfordern wir womöglich die Mandatsträger, die wir wählen, mit den ganzen Erwartungen, die wir im Grunde daran haben. Weil du hast ja irgendwie viele Beispiele aufgezählt von Fragen, die jetzt nicht so wirklich politisch entschieden werden müssen. Da setze ich mir einen Helm auf oder nicht oder halt ähnliche Fragen. Und irgendwie, ich habe halt das Gefühl, dass man auch das halt irgendwie viel stärker kommunizieren sollte, dass man sagt, irgendwie überfordert uns nicht mit dem, was wir politisch lösen müssen. Und da halt ein Stück auch die Verantwortung wieder zurückgeben an den Bürgern und zu sagen, irgendwie, wir machen es im Zweifel nicht besser, als du es machen würdest, wenn du es einfach selbst aus dir heraus machen würdest. Also das ist genau der Punkt. Das ist natürlich das Problem, dass die meisten sagen, wir wollen uns um alles kümmern. Das ist ja die Kümmermentalität. Das hängt auch wieder damit zusammen. Nicht? Wir nehmen eben dem Bürger alles weg, um ihn in dieser letztendlich um ihn in der Lethargie zu halten. Damit wir sagen, okay, wo ist das Problem? Das machen wir zu einem politischen Problem. Wir regeln das und so weiter. Und der Politiker sozusagen neuen Typs müsste jemand sein, der sagt, das ist kein politisches Problem. Kümmert euch darum selbst. Ja, das müssten wir, also das müsste auch so eine politische Kraft, die jetzt in die Parlamente geht, müsste sich darum kümmern zu sagen, hier, das ist überhaupt keine Frage, mit der wir uns hier beschäftigen sollen. Jedenfalls nicht in dieser Detailtiefe. Man kann ja sagen, nimm mal Strafgesetzbuch. Ich habe jetzt wegen dieser, ich muss das noch kurz erzählen, wir sind ziemlich spät, aber es gibt einen Paragraphen zum Exhibitionismus im Strafgesetzbuch. Da steht drin, dass Männer, die exhibitionistisch handeln in der Öffentlichkeit und damit jemanden belästigen, dass die mit so und so viel, bis zu zwei Jahre Haft bestraft werden können oder Geldstrafe. Also erstmal frage ich mich, warum die Feministin noch nichts dagegen getan hat, dass da die Männer sozusagen gesondert behandelt werden. Das wäre ein Thema, was wir in den anderen Raum stellen müssten. Aber jetzt muss man mal sagen, kann man nicht einfach sagen, wer Menschen unzulässig belästigt, wird bestraft? Und da, also, ich meine, es gibt doch viele Gründe, wie mich jemand belästigt. Ja? Mich stört doch nicht, wenn ein Mann nackt vor mir im Park steht. Mich würde doch viel mehr stören, wenn der so besoffen ist, dass er mir ständig auf den Weg fällt. Nicht? Also, gut. Ja, ne? Das ist doch viel mehr Belästigung. Und was würden jetzt aber die politische Klasse heute sagen? Okay, stimmt, da müssen wir noch einen zusätzlichen Paragraphen einbauen, wo das mit dem Vollkotzen in der U-Bahn auch noch mit drinsteht. Ja. 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 Ja, bitte nur ins Mikro reden wegen dem Stream. Außerdem ist die Redeliste inzwischen erschöpft, die Zeit weit überschritten. Ja, ich danke für die Aufmerksamkeit. Vielleicht nochmal einen Schlussapplaus für ihn. Und ab im nächsten Slot.